Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Und so verging die Zeit, 3 Jahre später. Heute ist ja Chloes erster Schultag und ich packe gerade ihren Lunchbox ein. Ich bin so stolz auf sie. Sie hat schon so viel geschafft und ist schon so jung. Sie ist eine Eiskunstläuferin und sie ist so talentiert. Ich hoffe, sie hat sehr viel Spaß in der Schule. Na gut, ich werde es jetzt ihr besser bringen. Wir müssen nämlich schon los, sonst kommen wir zu spät. Ah, da ist ja Chloes Schulrucksack. Am besten gebe ich alles schon mal rein und bereite es vor. Ich frage mich, wie weit Chloe schon ist. Chloe, mein Schatz, bist du schon munter? Chloe? Wo bist du? Chloe, ist sie im Badezimmer? Nein, ist sie auch nicht. Kind, wo bist du? Sie ist normalerweise sehr selbstständig. Sie ist sicher aufgewacht, oder? Ist sie... Oh nein, sie ist doch nicht. Doch, sie hat ihre Trainingssachen fürs Eislaufen mitgenommen. Sie ist sicher wieder trainieren. Oh Mann, dieses Kind. Ich muss sie schnell holen gehen. So wie es ausschaut, hat sich deine Schwester wieder rausgeschlichen, um heimlich zu trainieren, mein Kleiner. Gugu Gaga, Fortnite, Fortnite. Oh, deine ersten Worte. Wow, sie macht das so gut. Chloe ist so ein Naturtalent. Ich bin ein Riesenfan von ihr. Ich wünschte, sie wäre meine Freundin. Vielleicht bekomme ich später ein Autogramm von ihr. Ich liebe es einfach, Eis zu laufen. Das fühlt sich einfach so natürlich für mich an. Hui, hui. Nanu, Chloe, was machst du denn hier so früh? Oh, hallo, Coach. Ich habe einfach so Lust gehabt, in der Früh ein bisschen Eis zu laufen. Und schau dir die ganzen Leute an. Ja, die sind wirklich alle Fans von dir. Aber warte mal, Chloe, hast du nicht eigentlich heute deinen ersten Schultag? Oh Mann, du hast recht. Ich muss schnell nach Hause. Mama wird mir sonst sicher die Ohren langziehen. Schnell. Okay, Coach, wir sehen uns dann später. Ja, beeil dich lieber, Chloe. Mach ich. Tschüss. Wo ist dieses Kind nur schon wieder? Schnell, schnell, schnell nach Hause. Oh, Mama. Ich wusste ja, dass ich dich hier treffen werde. Hast du denn etwas schon vergessen? Heute ist dein erster Schultag in der Volksschule. Ja, ich weiß. Dann komm jetzt schnell nach Hause. Okay, ich wollte nur ein bisschen trainieren. Ist schon gut, aber jetzt schnell. Okay, jetzt komm und beeil dich bitte. Geh schnell in dein Zimmer und zieh dich bitte um. Wir müssen los. Ja, Mama, ich beeil mich. Entschuldigung. Oh Mann, jetzt muss ich mich wirklich beeilen. So, am besten ziehe ich mir mein Outfit schnell an. Das zurück in den Schrank. Gut, jetzt noch schnell Zähne putzen. Oh Mann, ich wollte doch nur ein bisschen trainieren. So, schnell. Oben, unten, hinten, vorne. Sehr gut. Und jetzt, sehr schön. Nein, ausspucken. Und gut, ich bin eigentlich fertig. Dann schnell in die Schule. Mama, ich bin fertig. Tschüss, Papa. Tschüss. Ach, mein Schatz ist schon so groß geworden. Okay, Mama, wir können los. Sehr gut, dann komm, mein Kind. Ab in die Schule. Und hier sind wir auch schon. Danke, Mama, dass du mich in die Schule gebracht hast. Ach, mein kleines Mädchen wird schon erwachsen. Hier, dein Rucksack. Mama, das ist mir peinlich. Hör auf zu weinen. Ich bin deine Mutter. Ich darf weinen. Oh, mein Liebling. Okay, Mama. Wir sehen uns dann nach der Schule zu Hause, okay? Ja, hab viel Spaß. Oh, Mann. Arme Mama. Das hat sie echt nicht gut verkraftet. Oh, schau mal, da ist ja Ashley und Hannah. Hallo, ihr zwei. Guten Morgen, Chloe. Oh, wie geht's dir? Gut, gut. Ich freue mich richtig, dass wir alle gemeinsam in dieselbe Schule kommen. Ja, ich freue mich auch richtig. Das wird sicher so ein Spaß, die drei besten Freunde endlich wieder zusammen. Na, Madison, brauchst du Hilfe? Warte mal, Madison? Ist das etwa Colin? Oh nein, nicht der schon wieder. Und seine doofe Zwillingsschwester kommt sicher auch noch. Nein, nein, alles gut. Die Stufen waren ein bisschen anstrengend. Aber das hast du sehr toll gemacht. Schau, diese 2 Spinde gehören uns. Ich gebe mal unsere Sachen rein. Da kommt meines hin und dort deines. Danke für die Hilfe. Ach, überhaupt gar kein Problem. Dafür hast du ja einen großen Bruder. Hallo, Mark. Hallo, Madison. Chloe, was machst du da? Wir wollen nicht mit denen abhängen. Nicht schon wieder. Chloe? Schön, dass wir alle gemeinsam in eine Klasse kommen, oder? Ja, das ist echt schön. Na gut, kommt, Freunde. Gehen wir in die Klasse. Wieso muss Chloe immer so nett zu diesen Freaks sein? Genau. Wir wollen euch nicht. Ach, diese 2. Wieso müssen wir genau mit diesen 2 in der Klasse kommen? Ach, egal. Komm.
Gehen wir und setzen uns auf unsere Plätze. Die schikanieren dich immer, oder? Ja, aber ich hoffe, dass sie sich vielleicht mit der Zeit geändert haben, aber so wie es ausschaut, nicht. Ja, das stimmt. Na gut, gehen wir in die Klasse. Ja, komm. Oh, schau mal, Madison, wir können uns da hinten hinsetzen. Hey, Madison, magst du dich nicht zu uns setzen? Oh nein, bitte nicht. Setz dich bloß nicht zu uns. Darf ich wirklich? Ja, klar, komm, setz dich. Oh, das ist sehr nett, danke. Ah, Chloe ist immer so nett. Ach, sie ist einfach die Beste. Na gut, liebe Kinder, die Stunde beginnt jetzt. Herzlich willkommen zum Unterricht. Ich bin eure Lehrerin, Frau Furzkanister. Was ist das denn für ein Name? Ihr seid jetzt alle in der ersten Klasse und am besten fangen wir jetzt mit dem Unterricht an. Und zwar lernen wir das Alphabet. Wer kann schon? Oh, Verzeihung, oh, ich bin zu spät. Das tut mir wirklich leid. Oh, meine Mutter hat verschlafen und sie hat mich nicht aufgeweckt. Oh, du musst wohl Thomas sein, oder? Ja, genau. Ah, gar kein Problem. Setz dich einfach da hinten hin. Da ist noch ein Platz frei. Okay, vielen Dank. Oh, hallo, ich bin Thomas. Schön, euch alle kennenzulernen. Oh, Thomas ist so ein Schnuckelchen. Ja, er ist so schön. Na gut, jetzt wo wir alle zusammen sind, können wir jetzt mit dem Unterricht beginnen. Also wer von euch kann mir die ersten drei Buchstaben vom Alphabet sagen? Ich weiß es. Dann geh bitte an die Tafel und schreib es auf. Natürlich. Natürlich weiß es die Streberleiche. Ja, sie ist so eine Angeberin. Also die ersten drei Buchstaben sind A, B und C. Oh, sehr gut. Ausgezeichnet, du kannst dich wieder setzen. Dankeschön. Wer weiß die nächsten drei? Ich weiß es. Gut, dann schreib es bitte an die Tafel. Die nächsten drei Buchstaben sind D, E, F und G. Das waren vier. Ups, sorry. Aber trotzdem sehr gut gemacht. So, wer weiß die nächsten? Ich weiß es. Gut, dann schreib es bitte auf die Tafel. Die nächsten drei sind H, I, J, K. Sehr gut, du kannst dich auch wieder setzen. Dankeschön. Oh, Thomas, das hast du so toll gemacht. Ja, du bist einfach ein Genie. Oh, das ist nett. Danke. Das hast du wirklich toll gemacht, Thomas. Ja, du aber auch. Ashley, magst du als nächstes? Oh, wenn es sein muss, das ist aber so einfach. Es ist natürlich L-M-O. Nein, das war leider nicht richtig. Du hast das N vergessen. Ach bitte, niemand braucht den Buchstaben N. Okay, nein, das ist nicht richtig. Es kommt N-O zum Schluss. Hannah, magst du das Ende machen? Ja klar. Das ist so einfach. Na dann, schreib es auf die Tafel. Okay, also, das Ende... ganz einfach. Also, das Ende ist X-Y-Z. Was? Nein, da fehlen noch sehr viele Buchstaben. Doch, das ist das Ende. Es ist richtig. Wir können gehen. Nein, ist es nicht. So, weiß vielleicht einer von euch das Ende? Ja klar, ich weiß es. Oh, sehr gut, Colin. Dann schreib es bitte auf die Tafel. Das Ende ist P, W, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ist das richtig so? Ausgezeichnet, Colin. Sehr gut. Das hast du toll gemacht, Colin. Ja, ausgezeichnet. Wow, du bist ja ein guter Schüler. Ach, das ist gar nichts, aber danke. Ach, so ein Streber. Das Alphabet braucht man nicht wissen, das ist nicht wichtig. Na gut, liebe Kinder, das war's auch schon mit der ersten Stunde. Das habt ihr alle wirklich toll gemacht. Danke, Frau Lehrerin. Wir haben jetzt die Mittagspause. Ihr könnt euch gerne draußen hinsetzen und eure Jause essen. Oh ja, essen. Ich liebe Pause. Ja, ich auch. So, ich nehme meine Lunchbox. Ich nehme meine Lunchbox. Und ich nehme meine Lunchbox. Ich habe schon einen Riesenhunger. Nanu, wo ist denn deine Lunchbox? Ach, die habe ich im Rucksack. So. Oh nein, meine Mama hat vergessen, mir eine Lunchbox zu packen. Oh, das tut mir aber leid. Aber wenn du willst, können wir teilen. Du würdest wirklich deine Lunchbox mit mir teilen? Ist das dein Ernst? Na klar, wir sind doch gemeinsam in einer Klasse. Wie wär's, wenn wir alle Freunde werden? Ja, genau. Du kannst auch von meiner Lunchbox essen. Ja, von meiner Lunchbox kannst du natürlich auch essen, wenn du willst. Oh, ihr seid alle so freundlich. Vielen Dank. Wie wär's, wenn wir alle gemeinsam draußen auf dem Pausenhof essen? Ja, komm, gehen wir. Oh. Was Mama uns wohl Leckeres eingepackt hat? Oh, ich habe lecker Kebab. Ja, ich auch. Ich werde deine Lunchbox für sich tragen. Ja, aber wo werden wir essen? Hey, Mark, Madison, wollt ihr etwa gemeinsam mit uns essen? Was? Nein, bitte nicht. Ihr habt doch wohl nichts dagegen, oder? Also, ich habe nichts dagegen.
Ja, wir auch nicht, oder Ashley? Natürlich nicht. Na dann kommt, gehen wir gemeinsam zum Pausenhof. Oh, vielen Dank, dass wir alle gemeinsam essen können. Ach, ihr seid alle einfach so freundlich hier. Wieso muss Chloe sie einladen? Ja, ich möchte nicht mit denen essen, wenn ich die sehe, vergeht mir der Appetit. Aber wir haben wohl keine andere Wahl, komm. Ach, das werden wir noch sehen. Was habt ihr zum Essen bekommen? Unsere Eltern haben uns Kebabs eingepackt. Also meine Mama hat mir ein Vollkorn-Sandwich gegeben. Oh, ich liebe Vollkorn-Sandwich. Wollen wir uns das Vollkorn-Sandwich teilen? Oh ja, lieben gerne. Hier, ihr könnt eure Lunchboxen wiederhaben. Ich teile mir das hier mit Chloe. Wieso willst du nicht mit unseren? Ich hab auch ein Sandwich. Genau, und ich hab auch eines. Mit Nutella. Nein, das schmeckt mir sicher besser. Wir können es uns gerne teilen. Oh, ich liebe Kebab so. Ich werde jetzt meinen mal nehmen. Ist der gut. Ja, der ist wirklich lecker. Die teilen sich sogar das Sandwich. Ich wollte Mindy ihm das Sandwich teilen. Und ich esse mein Dürüm. Köstlich. Ich weiß schon, was ich machen werde. Oh, Chloe, du musst unbedingt... Oh, ups, sorry. Oh nein, mein ganzes Essen ist am Boden. Oh Mann, das schöne Essen. Ups, das war echt unabsichtlich, Chloe. Ach, kein Problem, das kann mal passieren. Ich nehme mal alles und werfe es in den Mistkübel. Warte, ich begleite dich. Was? Oh, das brauchst du nicht. Doch, doch, wir haben das Essen geteilt. Wir werfen es gemeinsam in den Mistkübel. Okay, dann komm. Okay. Chloe bekommt immer alles und jeden. Aber ihr seid doch ihre Freundinnen. Ihr solltet euch für sie freuen. Ach, halt du dich daraus. Was weißt du schon von Freundinnen? Du hast ja nicht mal Freunde. Lasst meine Schwester in Ruhe, ihr zwei Stinkstiefel. Wie hast du uns gerade genannt? Ihr zwei seid Stinkstiefel. Wie kannst du es wagen? Lass es, Colin. Es hat keinen Sinn. Komm, gehen wir einfach. Genau, mit so einem Schmutz wie euch zwei will ich nicht abhängen. Oh, wie kann er es wagen? Denen zwei müssen wir eine Lektion erteilen. Genau, wir haben es im Kindergarten geschafft, dass sie von der Schule fliegen. Vielleicht schaffen wir das hier auch. Ja. Später nach der Schule. Das war ein toller erster Schultag, findet ihr nicht? Ja, der war wirklich toll. Geht ihr eigentlich heute noch zum Eislauftraining? Na klar, ich war sogar schon in der Früh. Was, du warst vor der Schule trainieren? Ja, ich habe leider ein bisschen Ärger bekommen von meiner Mama, aber sonst war es eigentlich ein gutes Training. Warte mal, hier gibt's einen Eislaufplatz? Ja, wir sind in einem Eislaufteam. Oh, wie cool, ich bin auch in einem Eislaufteam und da wir in die Stadt gezogen sind, habe ich nicht gewusst, ob ihr hier auch ein Team habt. Oh, dann musst du unbedingt mit uns mitkommen. Oh ja, vielleicht kommst du in unser Team. Ja, komm mit, wir haben eh noch keinen Jungen in unserem Team. Oh, das wäre toll. Sehr gut, dann gehen wir am besten. Hey, Madison und Colin, wollt ihr vielleicht mit Eislaufen kommen? Mit Eislaufen? Ja klar, da kann ja jeder hin Eislaufen. Es ist ein öffentlicher Eislaufplatz. Ich weiß nicht, willst du, Madison? Ich würde gerne zuschauen, wie Chloe Eisläuft. Ich habe nämlich gehört, sie ist super talentiert. Oh, das ist aber nett, aber so gut bin ich nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, du bist super gut. So talentiert ist sie nun wieder auch nicht. Genau, wir sind genauso gut wie sie. Sehr gut, dann am besten gehen wir alle zusammen. Ja! Wir sollen einen Jungen in unserem Team aufnehmen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er einfach perfekt Eis läuft. Wir müssen es ja nicht sofort entscheiden. Wie wär's, wenn Thomas uns zeigt, was er drauf hat? Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Thomas, magst du uns vielleicht ein bisschen zeigen, was du kannst? Oh ja, natürlich. Na gut, dann schauen wir dir alle zu. Du wirst das sicher toll machen. Toi, toi, toi. Ich freue mich schon richtig drauf. Viel Glück, Thomas. Okay, ich fange jetzt an. Ich mache mal ein paar Pirouetten, nur zum Training. Wow, wie schnell er sich drehen kann. Oh, er kann wirklich Eis laufen. Das machst du toll, Thomas. Dieser Junge muss ins Team. Zusammen mit Chloe sind sie unbesiegbar. Was? Zusammen mit Chloe? Was ist mit uns? Genau, wir sind auch im Team. Ja, ja, ihr seid auch gut. Aber er ist ja spitze. Komm, Thomas, du schaffst es. Woo! Wow, Thomas ist wirklich gut. Und das war's auch schon. Na, wie hat es euch gefallen? Komm ich ins Team? Na klar, komm mal runter, Chloe. Ja? Ich wäre dafür, dass ihr zwei probiert, mal im Team Eislaufen zu fahren. Oh, das wäre toll. Okay. Zeigt mal, was ihr könnt. Immer wird sie bevorzugt. Oh, das ist so unfair. Bist du bereit? Ja, gerne. Na dann komm. Wow, ihr tanzt so toll zusammen. Ja, ist ganz nett. Ich will mit Thomas tanzen.
Wow, die tanzen wirklich gut zusammen. Wow, die zwei sind wirklich gut zusammen. Ja, die tun echt schön zusammen Eislaufen fahren. Nanu, was ist denn, Colin? Gar nichts. Und das war's auch schon. Puh, oh, das war echt toll. Ja, fand ich auch. Ja, wir werden zusammen eine Goldmedaille bekommen. Ihr müsst unbedingt zusammen trainieren ab jetzt. Also heißt das, ich bin im Team? Na klar. Ihr werdet sicher irgendwann in die Olympischen Spiele gehen können. Das wäre toll. Es ist schon spät. Ich muss nach Hause. Tschüss, Leute. Das war ein tolles Training. Ja, tschüss. Wir sehen uns dann. Kommt, Leute. Gehen wir gemeinsam nach Hause? Oh ja, sehr gerne. Wir sind ja nicht umsonst Nachbarn. Genau, gehen wir. Okay, tschüss, Chloe. Bis morgen in der Schule. Ashley, Hannah, darf ich euch mal was fragen? Ja, natürlich. Alles, was du willst. Was willst du denn wissen? Ich wollte nur fragen, ist Chloe eigentlich mit Colin zusammen oder... Wieso willst du über Chloe wissen? Nur so. Ja, sie ist mit Colin zusammen. Oder, Hannah? Genau, die sind schon seit Jahren zusammen. Oh, das freut mich für die. Na gut, ich muss dann auch nach Hause. Tschüss. Jetzt glaubt Thomas, dass Chloe mit Colin zusammen ist. Genau, und so wird er sie vergessen. Und dann wird er mit einer von uns zusammen sein. Genau, er wird sicher mit mir zusammenkommen. Was? Nein, er kommt sicher mit mir zusammen. Tch, was glaubst du denn? Er kommt sicher mit mir zusammen. Nein, mit mir. Ich sag dir mit mir. Nein, mit mir. Au, ah, das ist meine Nase. Au. Thomas ist so ein toller Eiskunstläufer. Irgendwie mag ich ihn sehr. Wie gefällt euch Thomas? Findet ihr ihn nett oder komisch? Was sagt ihr, mit wem soll ich zusammenkommen? Mit Colin oder mit Thomas? Lasst mich das in den Kommentaren wissen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann hoffentlich freut ihr euch schon auf die nächste Episode. Falls euch die Geschichte wirklich gefallen hat und ihr mehr von der Story sehen wollt, dann bitte gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wenn ihr mehr Geschichten von mir sehen wollt, ich habe auch einen zweiten Kanal, der heißt Tokadarius, dort poste ich auch regelmäßig Stories. Schaut gerne auf den Kanal auch vorbei. Und jetzt bedanke ich mich bei den netten Zuschauern, die immer liebe Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel ein großes, großes Dankeschön an Cornelia, Jessica und Yusa. Vielen lieben Dank, dass ihr immer so liebe Kommentare schreibt. Danke! Das nächste große Dankeschön geht an unsere Kanalmitglieder. Dankeschön Arnold, Tessa Cat, Manera, Sega, Malu, ASMR und Toka Sonne. Vielen lieben Dank, dass ihr immer, dass ihr unseren Kanal supportet, indem ihr Kanalmitglieder seid. Und wenn ihr euch jetzt denkt, warte mal, ich möchte auch mal in einem Video gegrüßt werden von Toka Toast, dann schreibt einfach einen netten Kommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben oder werdet Kanalmitglied. Und mit etwas Glück kommt ihr in unser nächstes Video. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.